Herzliche Grüße aus der Tucholsky-Buchhandlung. Mein Name ist Jörg Braunsdorf. Und das Schöne an dem Bezirk Mitte, an unserem Kiez, ist, dass die Autorin auf halbem Wege um die Ecke in der Borsigstraße wohnt. Und wenn man den Weg dann nochmal verlängert um 300 Meter, dann kommen wir zu dem Büro des Unternehmens Zeitsprung von Katrin Scheel, für die ich einmal im Monat ein Buch vorstelle. Die Sommerpause ist rum. Wir hatten das Ehepaar Scheel mit einem italienischen Roman auf die Italienreise geschickt. Und jetzt konzentrieren wir uns auf ein Buch von Dilek Güngör, Vater und ich. Vater und ich, erschienen im Verbrecherroman, ein schmaler Roman von 112 Seiten, der nicht zufällig zum Verbrecherverlag gehört. Der Verbrecherverlag ist ein Berliner Verlag eines Ehepaares, die identitätsstiftende politische Sachbücher und Romane schreiben. Und mit Dilek Güngör, der Autorin, deren Roman übrigens für den Deutschen Buchpreis dieses Jahres auf der Longlist steht, und der Konzeption des Verbrecherverlages haben sich zwei gefunden, die einfach zusammengehören. Dilek Güngör hat vor 2 Jahren ihren ersten Familienroman Ich bin Özlem geschrieben und legt jetzt nach. Und dieser kleine, schmale Roman ist wirklich perfekt zusammengesetzt. Worum geht es? Es geht um die erwachsene Journalistin und Autorin, die ihren Vater in Schwäbisch Gmünd besucht. Sie selber lebt in Berlin und die Mutter weilt in diesen 3 Tagen außerhalb des Hauses. Sie ist in einem Hotel mit Freundinnen und die erwachsene Tochter hat sich vorgenommen, herauszubekommen, was zwischen dem Vater und ihr noch möglich ist. Die Sprache hat sich verändert, das Leben hat sich verändert. Es gibt eine bestimmte Entfremdung, die sich aber gar nicht mehr trifft, weil sie sich so selten sehen. Und jetzt wollte das herausbekommen werden. Und das ist rührend zum Teil. Es ist auch sehr, sehr spannend. Es ist auch konfliktgeladen. Und in den kleinen Momenten, in denen sie dann versuchen, ihre Kommunikation zu finden, in denen sie gemeinsam in der Küche ein Mahl zubereiten, in dem sie gemeinsam essen, einen Freund des Vaters empfangen und dann trotzdem teilweise wie paralysiert nebeneinander sitzen und nicht so wirklich weiterkommen, die führt sie auf der einen Seite zurück in die Vergangenheit, in ihre Kindheit, in kuschelige kleine Momente, in denen man auch noch körperlich miteinander schmusen konnte. Und sie merkt aber auch, dass die Erwachsenen jetzt an einem anderen Punkt angekommen sind und es sehr, sehr schwierig ist, das zu überbrücken. Dieser Roman ist so knapp gehalten, dass kleine Miniaturen das ausdrücken, dass kleine Absätze so perfekt sind, dass sie wirklich darauf verzichten können, auch nur einen Halbsatz zu viel zu formulieren. Und genau in dieser Kürze und in dieser totalen Konzentration liegt das Wunderbare in diesem Buch. Zum Abschluss möchte ich Ihnen da noch eine kurze Passage, die für mich da sinnbildlich ist, vorlesen, die es für mich auf den Punkt bringt. Also gebrauchen wir unsere Hände zum Reden. Sie wollen beschäftigt werden, etwas zu tun haben, etwas anfassen, etwas festhalten und sei es ein Topf Reis. Wir setzen uns an den Tisch, du hast gedeckt, ich stelle den Topf auf den Tisch, hebe den Deckel an, lege das Tuch zur Seite, die Körner haben sich eingerollt, perfekt. Gut geworden, sagst du und strahlst. Mit dem großen Holzlöffel gebe ich dir eine Portion auf den Teller. Es ist genug, wenn wir hier sitzen und essen und kauen und beieinander sind. Uns in das Schweigen einwickeln, wie in eine warme Decke. Das ist der Roman von Dilek Güngör, der ich ganz, ganz viel Erfolg wünsche und mich freue, dass das Unternehmen Zeitsprung, Dilek Güngör die Autorin und wir hier in der Buchhandlung zusammen im Kiez sind. Dankeschön.